Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute erklären, wie ihr mit dem Freeware-Programm des Open Mountainbike Projektes, also den Freeware-Karten, zusammen mit dem Programm Basecamp der Firma Garmin, diese Karten auf euer Outdoor-Navigationsgerät bekommt. Dazu öffnen wir als erstes mal den Explorer unserer Wahl und geben hier ein www.garmin.de. Dann wird die Internetseite hier von Garmin geöffnet. Ihr müsst da suchen, wo das genau ist. Momentan ist der Download von Basecamp im Bereich Erleben unter Basecamp hier zu finden. Wir klicken drauf. Und dann öffnet sich diese Unterseite. Hier werden uns nochmal die Funktionen des Programms erklärt. Planen von Touren, Übersicht übers Gelände, Übertragen von Satellitenbild und so weiter. Es gibt also hier eine kostenlose Version für Windows, für Mac. Ich benutze die für Windows und gehe mal auf Herunterladen, was wieder eine Unterseite öffnet und uns anzeigt, dass es momentan die Version 4.7.0 die neueste Version ist. Diese Version hat ein kleines Problem. Und dazu komme ich aber später noch. Ich lade die jetzt trotzdem mal runter, einfach nur, um zu zeigen, weil es kann durchaus sein, wir könnten die auch gleich ausführen. Ich speichere die mal unter. Und zwar auf dem Desktop, einfach damit ihr das, oder damit wir zusammen das bisschen besser sehen nachher. Das schließe ich. Und auch die Seite können wir schließen. Ziehen wir das mal ein Stück hier rüber. So, mit dieser Exe-Datei oder mit dieser Version gibt es ein kleines Problem momentan. Und dazu erzähle ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Es kann sein, dass es, wenn ihr das Video guckt, alles schon gar nicht mehr relevant ist und ihr diese 4.7.0-Version nutzen könnt. Ich gehe jetzt mal, also ihr müsstet da rechts draufklicken. Jetzt einfach und dann ausführen oder ausführen als Administrator und dann würdet ihr durchs Installationsmenü geleitet. Ich gehe jetzt mal hier auf den Explorer wieder und gebe ein www.openmtbmap.org. Dann öffnet sich die Internetseiten dieses Open Mountainbike Map Projektes. Mountainbike und Wanderkarten basierend auf OpenStreetMap. Autoroutingfähige Garmin-Karten für Outdoor-Aktivitäten. Prima Sache. Also das Ganze basiert auf OpenStreetMap. OpenStreetMap ist ein Projekt, das schauen wir uns mal schnell an. Da öffnen wir wieder den Internet Explorer und geben www.openstreetmap.de ein. Also OpenStreetMap ist ein Projekt, wo weltweit Nutzer Daten zur Verfügung stellen können oder auch selber mitarbeiten können. Also hier, was ist OpenStreetMap? Wie kann ich mitmachen? Wie kann ich die Daten nutzen? Und so weiter und so fort. Jeder kann da mitmachen, auch ihr. Wenn ihr irgendwelche Routen aufgezeichnet habt, während ihr draußen unterwegs wart und die noch nicht in der Karte drin sind, könnt ihr die hier einpflegen. Oder einfach nur zur Verfügung stellen, damit sie andere für euch einpflegen. Wir schauen mal hier kurz die Karte an und ich zoome mal hier in meinen Bereich ein bisschen rein. Und wir sehen, da ist schon ziemlich viel drin. Ja. Und genau auf diesen Straßen und Wegen beruht auch das Open Mountain Bike Map Projekt. Also die nutzen diese Karten für ihre Karten wiederum. Nur dass die Karten beim Open Mountain Bike Map Projekt eben eine andere Darstellung haben und Rad- und Wanderwege
deutlicher dargestellt werden wie Autobahnen und auch andere Klassifizierungen haben. Wir gehen auf das Open Mountainbike Map Projekt zurück und hier könnten wir jetzt die Sprache umstellen. Bei mir ist es schon Deutsch, weil ich es schon mal offen hatte. Das kann sein, dass es am Anfang auf Englisch steht. Dann stellt ihr das einfach um. Ihr könnt hier zum Beispiel auch noch Italienisch auswählen. Also Deutsch, Englisch, Italienisch. Und wenn wir jetzt hier können wir uns ein bisschen informieren. Gute Idee, das einfach mal durchzulesen. Was wird hier gemacht? Worauf basiert das Ganze und so weiter? Und hier steht dann eben auch, dass man Basecamp 4.6. irgendwas benutzen soll. Ja, das ist das, wieso ich nicht Basecamp schon installiert habe in der Version 4.7.0. Ja. Nicht auf 4.7.0 updaten. Außer ihr habt es schon, dann steht hier eine Anleitung drin, was ihr machen müsst, dass ihr das eben deinstallieren müsst und so weiter. Ich gehe mal hier auf Karten-Download. Hier seht man, es gibt die Karten-Download für Windows und auch für Mac. Ich gehe mal auf den allgemeinen Bereich. Hier waren uns noch Programme zum Anzeigen der Open Mountainbike Maps Informationen darüber gegeben. Welche Programme könnten wir mal nutzen? Es gibt also verschiedene. Ihr müsst nicht unbedingt Basecamp benutzen. Und ich gehe jetzt mal hier auf die Windows-Karten und bin jetzt ja hier links auf dem Anleitungspunkt. Und hier steht wirklich in Rot nochmal ganz wichtig: Achtung, Basecamp 4.7.0 ist derzeit, also das ist halt kaputt. Ja? Und zwar, es liegt am Map-Installer in dem Programm. Der funktioniert nicht richtig. Also wir kriegen über die Version 4.7 nicht die Karten auf unser Gerät installiert. Momentan, wie gesagt, das kann bei euch wieder ganz anders sein. Dann steht hier auch nichts mehr dran im Mountainbike Map Projekt. Und hier die Anleitung dazu, was ihr machen müsst, um 4.7 zu deinstallieren, falls ihr es habt. Okay, hier haben wir falsche Sprache, ich wechsle mal noch rum. Ja. Und jetzt sind wir in diesem Bereich, wo wir Basecamp auch für Mac zum Beispiel, ja, welche Version müsste man da nehmen? Hier steht eben, welche Möglichkeiten gibt es hier für Windows-Nutzer, das Programm oder halt die Karten trotzdem auf euer Gerät zu bekommen. Und zwar, wir müssen andere Basecamp-Versionen nutzen, einfach eine kleinere. Also eine vorhergegangene. Und zwar diese 462 hier wird uns angeboten. Die bieten die hier gleich den Download-Link an. Und das machen wir einfach mal. Wir führen das wieder aus und gehen hier wieder auf Speichern unter, mache ich und speichere das Ganze wieder auf dem Desktop. Dann ziehen wir uns das wieder. Oh, nee, darüber. So. Und als nächstes würde ich vorschlagen, wir könnten jetzt die Exe gleich ausführen und schon mal installieren, aber wir gehen nochmal auf das Open Mountainbike Map Projekt und gehen wieder auf Karten Download und auf die Windows-Karten, die ich ja gerne downloaden möchte. Und jetzt können wir im Bereich Open Mountainbike Map, ja, hier die Karten, Standardkarten in Landessprache und da gibt es eben noch Premium-Karten da unten drunter. Und ich gehe mal auf die auf die Standardkarten und wir sehen hier schon, oben eine Kartenlegende würde uns angeboten. Hier zum Beispiel Kontinente, dann haben wir Europa und ich würde mir dann diese Open Mountainbike Map Alps runterladen, weil das so mein Bereich ist. Hier sämtliche Dinge. Hier gibt es Deutschland dann komplett, ja, oder in Bundesländer aufgeteilt. Also wir können auch die einzelnen Bundesländer runterladen. Frankreich, die einzelnen, dann Afrika, Asien, dann haben wir Australien, Amerika, Nordamerika, halt Südamerika. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt für euch mal den Bereich
der Alpen runterladen. Da kommen wir auf diesen, auf diese Seite. Und hier steht, also hier können wir jetzt die Karte schon runterladen. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Und zwar hier unten der kleinere Bereich für völlig umsonst. Und hier, also für Windows. Und der Bereich ist, da könnte man was spenden. Wir nehmen mal den Umsonst-Bereich. Leider müssen die Mac-User da eine kleine Spende machen, um ja, um die Karten runterladen zu können. Aber für uns Windows-Nutzer ist es umsonst. Wir müssen hier eine Weile warten. Das kann ein bisschen dauern. Wir könnten sie auch gleich ausführen. Das mache ich jetzt mal nicht, sondern wir machen das hier mal zu und haben jetzt hier die MTB Alps Echse. Also das ist jetzt, sind jetzt quasi unsere Karten. Und als erstes würde ich vorschlagen, installieren wir mal diese Basecamp-Version. Ich klicke mal rechts drauf und führe das als Administrator aus. Jetzt werden wir durch den Einrichtungsassistenten geführt. Gehen wir auf Weiter. Jetzt müssen wir die Lizenzvereinbarung durchlesen, verstehen und schlussendlich akzeptieren. Wir lesen die ganz genau durch. Dann stimme ich dem Ding zu, weil sonst geht es nicht. Und wir gehen auf Weiter. Jetzt haben wir hier den Haken bei Basecamp jetzt starten drin lassen und beenden das Ganze. Dann wird Basecamp schon mal gestartet. So, dann mache ich das mal größer. Jetzt wird uns ein Einführungsvideo angeboten, das wir angucken können. Wir können das aber hier unten entweder nicht beim Start anzeigen, könnte man anhäkeln, aber ich schließe das einfach mal so und dann kommt das nächste Mal wieder. Dann geht ein weiteres Fenster auf, ob wir bei der Produktverbesserung mithelfen wollen. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Na? Ob ihr da mitmachen wollt bei der Geschichte oder nicht, da werden halt Daten von euch gesammelt. Und jetzt sehen wir schon, es gibt hier eine globale Karte, die zusammen mit Basecamp installiert wurde. Die ist sehr grob, da sind ein paar Autobahnen mit drauf, ein paar Bundesstraßen, hier die globale Karte im Reiter Karten, die globale Karte. Sonst ist hier nichts drauf. Momentan. Aber wir wollen ja Karten draufbringen. Ja, grobe hier. Schließen wir das Ganze wieder. Und dann gehen wir mit Rechtsklick auf die MTB Alps und als Administrator ausführen. Wir müssen übrigens das Basecamp-Programm schließen. Next machen wir hier. Also das ist wieder das Setup-Menü. Wie gesagt, Basecamp muss geschlossen werden vorher. Dann gehen wir hier weiter und lesen uns natürlich wieder die Lizenzvereinbarungen durch. Wenn wir das, ist auf Englisch. Wenn wir die nicht verstehen in Englisch, dann können wir sie auch markieren, das Ganze kopieren und ja, ihr wisst, Übersetzer. Und wir müssen das Ding wieder akzeptieren und gehen weiter. Und jetzt sehen wir hier, was wollen wir denn installiert haben? Ja, es ist so, die Grundkarte, die ist grau hinterlegt, da können wir nichts machen. Die haben wir standardmäßig installiert. Jetzt können wir aber mit integrierten Höhenschichtlinien oder wir könnten die Höhenschichtlinien separat installieren. Da müssen wir halt den Haken unten setzen oder hier rausnehmen. Oder ich lasse es halt drin und integriere die Höhenschichtlinien in die Karte. Das, ja, ich zeige euch das nachher, wenn wir das auf dem Gerät anschauen. Ich, wie gesagt, hier integrieren und weiter auf Next. Das ganze Ding ist übrigens 2,1 GB groß. Jetzt kommen wir zu dem Layout-Bereich. Hier könnten wir noch Layouts auswählen. Also wir können klassisch, Sinn, Weit, Easy und so weiter. Ich lasse es mal auf Weit, denn bei klassisch ist zum Beispiel fürs Vista oder hier für
die Dakota-See oder das GPS Map 60. Hier ist White, das ist mein Oregon und wir können das auch für einen Computer und so installieren. Lest es euch durch, hier habt ihr die verschiedenen Möglichkeiten. Wie gesagt, mein Oregon ist White und drum lasse ich das so. Jetzt wird das Ganze hier installiert auf C-Garmin OpenMTB Map Alps. Wir könnten jetzt auch noch einen anderen Speicherort auswählen. Ich lasse den aber standardmäßig so. Und gehe weiter und wir installieren das Ganze. Dauert ein bisschen. Wenn es fertig ist, springt sofort hier wieder auf die Internetseite des Open Mountain Bike Map Projektes und wir werden nochmal daran erinnert, dass wir hier was spenden können, welche Vorteile eine Mitgliedschaft bringt. Wir können über PayPal, Kreditkarte oder Überweisung hier spenden. Wir können ein Jahr für 20 Euro und dann jedes weitere Jahr 13 Euro. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, eine gute Sache, wenn ihr da ein bisschen was spenden wollt, weil wenn man bedenkt, was kosten Originalkarten. Ich mache es zu und gehe auf Finish. Und somit haben wir die Karten installiert. Das können wir uns jetzt gleich mal anschauen. Jetzt stecke ich mal mein Autonavigationsgerät hier an den Computer an. Und wir gucken uns mal kurz an, was da momentan drauf ist. Wir öffnen den Explorer. Kriegen jetzt hier zwei neue Laufwerke. Einmal H für die SD-Karte, die in meinem Gerät steckt, und einmal das Gerät selber mit dem Laufwerksbuchstaben E. Wir gucken mal auf den Laufwerksbuchstaben H und ich habe da den Ordner Garmin. Der ist leer. Da ist nichts drin momentan. Und genau da speichern wir jetzt nachher diese Karten hin. Ihr braucht diesen Ordner übrigens zwingend, ja. Den könnt ihr mit Rechtsklick neue Ordner einfach selber anlegen. Ich würde mir den vorher anlegen. Es kann sein, dass das Ding im Installationsprozess den anlegt, aber den braucht ihr eben, wie gesagt, zwingend. Legt ihn euch vorher an, dann geht nichts schief. Einfach unter eurer SD-Karte diesen Ordner anlegen. Ich schließe das mal und trenne mal mein Navigationsgerät. Hardware kann entfernt werden, was wir tun. Und ich zeige euch mal kurz, wir haben ja gesehen, der Ordner ist leer. Hier haben wir es. Wir gehen auf Einstellungen, ich habe es schon eingeschaltet, gehen auf Karte und wir sehen jetzt in den Karten Informationen, da sind drei standardmäßige Dateien bei mir drauf. Oben ist die Europakarte und zwar war die bei meinem Oregon 450T. Wie topografisch war die topografische Karte von Europa vorinstalliert. Ja, die ist einfach auf meinem Gerät mit drauf. Wir schauen uns das mal an. Ich habe die alle ja deaktiviert und wir sehen, hier ist nichts drauf. Wir haben hier momentan keine Karte. Wir zoomen mal rein hier. 200, 300 Meter. Ja. Keine Ahnung. Nichts drauf. Hier sehen wir gerade ein paar Wegpunkte, waren hier rechts im Bild, rechts unten. Aber wie gesagt, sonst ist das Gerät ohne Karte. Dann würde ich sagen, machen wir Karten drauf. Ich öffne mal das Programm Basecamp. So, und dann sehen wir hier, dass wir jetzt diese Alpenkarten hier haben. Und um die jetzt auf das Gerät zu bekommen, müssen wir die ja irgendwie installieren. Also hier ist jetzt komplett die Alpen, der Bereich der Allgäuer Alpen. Oder was heißt der Alpen? Ist halt drauf, ne? Von der Schweiz über Österreich und den südlichen Bereich von Bayern
Wir sehen, es ist eine sehr gute Karte. Das ist schon ziemlich detailreich und diese ganzen Wanderwege, die auch mit dem Mountainbike befahrbar sind, haben hier verschiedene Signaturen. Durchgezogen, strichliert, kurz strichliert, länger strichliert, schwarze, rote. Ja, und dann die normalen Straßen sind natürlich auch drauf. Die Ortschaften. Und wir haben Points of Interest, die für Radfahrer interessant sind. Wasserstellen, Fahrrad, Reparatur, Werkstätten und so weiter ist auch drauf. Also dafür ist die Karte optimiert. Ich stecke mal mein Navigationsgerät wieder an und wir bekommen hier links oben jetzt das Gerät angezeigt. Also wir haben da die zwei neuen Bereiche oben, einmal vom Gerät selber und einmal das Laufwerk H. Aber wir schauen jetzt mal, wie kriegen wir die Karten drauf. Dazu gehen wir auf das Register Karten und haben jetzt die Open Mountainbike Map Alps ja schon angehäkelt und wir jetzt hier meine normale Version der topografischen Karte, die ja bei mir mit drauf war. Wir gehen hier auf Karten installieren. Hier haben wir jetzt das Gerät, wird automatisch erkannt, Oregon 450T. Und plus SD-Karte. Und hier haben wir jetzt diese Karte der Alpen. Ich häkel die mal an und jetzt könnten wir schon auf Fortfahren gehen und dann wäre das schon quasi die komplette Alpenkarte, würde sich dann auf unserem Gerät installieren. Ich zeige euch aber mal diesen erweiterten oder teilweise Installation kurz noch, damit wir das auch gesehen haben. Hier können wir nur Bereiche dieses ganzen Alpendingsbums installieren. In meinem Fall. Auf dem Fragezeichen können wir jetzt sehen, wie wir das machen können. Linke Maustaste gedrückt halten und ziehen, rechte Maustaste gedrückt halten und ziehen zum Endmarkieren. Das machen wir mal kurz. Rechte Maustaste gedrückt halten und ziehen. Jetzt wird das Ganze entmarkiert und mit der linken Maustaste gedrückt halten und ziehen können wir es wieder markieren. Ja, und so könnten wir einzelne Bereiche auch aus diesem Sammelsurium installieren. Wir gehen mal auf Zurück und installieren mal hier einfach den kompletten Bereich. Den häkle ich mal an, dann ist alles mit drauf. Gehen auf Installieren. Das heißt jetzt hier, das kann mehrere Stunden dauern. Es dauert bei mir auch eine Weile. Und wenn das dann installiert ist, hier die Daten wurden erfolgreich gesendet. Auf Fertigstellen. Und dann können wir das auf unserem Navigationsgerät mal gucken. Wir schauen mal schnell hier auf Laufwerk H. War ja der Ordner Garmin, der leer war. Jetzt haben wir, wenn wir den doppelklicken, diese OpenMTB-Alps vom 21.07.18. Ja, wir haben also das Installationsdatum mit dabei und können jetzt das Gerät mal trennen. Und schauen uns das gleich mal an, was wir jetzt da drauf haben auf unserem Navi. Hier sehen wir, wenn wir wieder in den Bereich Einstellungen gehen, Karte, Karteninformation, dass wir jetzt zwei neue Karten bekommen haben. Zwei, wohlgemerkt. Also die drei, die waren ja Standard mit die drei Dateien waren drauf. Und wir haben jetzt die und die sind auch gleich automatisch aktiviert. Wir gehen mal zurück und schauen uns das mal an. Und hier haben wir jetzt die gleiche Karte, wie wir sie in Basecamp gesehen haben, haben wir jetzt hier auf unserem Outdoor-Navigationsgerät installiert und zur Verfügung. Sehr detailreich.
gehen wir wieder mal kurz auf die Karten, Karteninformationen. Und oben, das sind die Höhenschichtlinien. Darunter ist die Karte. Wir können also die Höhenschichtlinien auch, wir deaktivieren hier mal die Karte. Wir könnten auch die Höhenschichtlinien deaktivieren. Ich gehe zurück und wir gehen mal auf den Bereich der Karte und sehen jetzt, dass sind nur noch Höhenschichtlinien. Ich habe die Karte gerade deaktiviert, nur noch Höhenschichtlinien drauf sind. Ich glaube, im Video sieht man es hier jetzt ein bisschen schlecht, aber ich habe hier die 700 Meter Linie mal, die auch mit der Zahl 700 Meter angezeigt wird. Also man sieht sehr schlecht, aber hier sind jetzt nur Höhenlinien drauf. Ich gehe mal zurück und wir aktivieren mal wieder die Karte, Karteninformationen, die zweite aktivieren. Schauen wir nochmal schnell drauf, ob es auch geklappt hat. Karte, zack, Karte wieder da. Ja, und so könnte man auch die obere Karte deaktivieren, dann wären die Höhenschichtlinien weg, wenn man die nicht braucht, wenn die einem irgendwie im Weg umgehen. So, das war's jetzt eigentlich mit dem Installationstutorial. Ich hoffe, es war verständlich genug und dieses Open Mountain Bike Map Projekt ist meiner Meinung nach wirklich sehr gut für Wanderer und für Radfahrer geeignet. Schaut es euch einfach mal an, ist eine prima Sache und vor allem für Windows-Nutzer kostenlos. Und selbst wenn ihr da was spendet, ja, oder so eine Mitgliedschaft euch zulegt, ist es immer noch einen ganzen Ticken günstiger, oder was heißt, es ist viel günstiger, als die Karten, die topografischen Karten, die natürlich vom Vermessungsamt eingemessen sind. Vielleicht sind die auch genauer, wer weiß. Aber dieses Projekt wird ständig erneuert, ist kostenfrei und ihr habt natürlich bei den topografischen Karten, jedes Mal müsst ihr eine neue Version kaufen. Die ist nicht wirklich ein Schnäppchen. Und hier habt ihr quasi wöchentlich, sechswöchentlich, je nachdem, das könnt ihr auf dem Open Mountain Bike Map Projekt nachlesen, das steht da drauf, wie oft die Karten erneuert werden, in welchem Rhythmus, habt ihr neue Karten. Meiner Meinung nach eine prima Sache. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst oder ein Däumchen nach oben gibt, wenn euch das Video geholfen hat oder gefallen hat. Gerne auch für die anderen, wenn ihr irgendwelche Probleme hattet oder so. Ja, könnt ihr in den Kommentaren für die anderen auch reinschreiben, was noch zu verbessern wäre oder so. Oder mir schreiben und ich versuche da was rauszufinden dazu. Jedenfalls bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen geholfen habe. Tschüss.